Prophezeiungen für 2020, Hellserien prognostiziert, Meteorit, Tsunami und eine Krankheit Trumps. Unter Prophezeiungen für 2020 sorgen die Visionen der bulgarischen Seherin Baba Vanga für Aufsehen im Netz. Das sind ihre düsteren Vorhersagen. Vor Beginn des Jahres 2020 kursieren wieder dramatische Vorhersagen der bulgarischen Seherin Baba Vanga. Demnach sollen Islamisten in Europa einfallen. Auch sagt die Baba Vanga dramatische Dinge für US-Präsidenten Donald Trump und Russlands Präsidenten Wladimir Putin voraus. Und nach dem Intro geht's los. Prophezeiungen für das Jahr 2020. Baba Vanga sieht schwarz. Seit einigen Jahren sorgen die Vorhersagen der blinden Seherin Baba Vanga dank der sozialen Netzwerke auch im Westen für enorme Diskussionen. Der Wahrsagerin aus Bulgarien, die von 1911 bis 1996 lebte, wird bei ihren Prophezeiungen eine enorme Treffsicherheit zugesprochen. So soll sie die Ereignisse wie die Terroranschläge vom 11. September, den Untergang des russischen U-Bootes sowie den Brexit schon Jahre zuvor angekündigt haben. Ihre Fans weisen darauf hin, dass sogar das Institut für Suggestologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften in den 1960er Jahren in einer Studie ihre erstaunliche Treffsicherheit bei Prophezeiungen bestätigt haben. So ergaben ihre Vorhersagen vor allem beim Auffinden vermisster Menschen angeblich eine Trefferquote von 80%. Normale Vorhersagen kämen hingegen nur auf 20%. Kritische Stimmen, etwa von Seiten der bulgarischen und russischen orthodoxen Kirche, halten die Baba Vanga hingegen für eine Scharlatanin, die ganz offen auch Formen von Hexerei praktiziert und Irrlehren verbreitet habe. Wie dem auch sei, im frühen Ostblock, vor allem in ihrer Heimat Bulgarien, ist die Baba Vanga die wohl bekannteste Wahrsagerin. Seit einigen Jahren tauchen die Vorhersagen pünktlich zum Jahreswechsel auch in den westlichen Boulevardpressen auf. Vor allem die britische Yellow Press hat ihre helle Freude an den wilden Vorhersagen der Baba Vanga, die gelegentlich auch als Nostradamus vom Balkan bezeichnet wird. Kommen wir auch nun zu dem Teil, welcher die meisten Leute interessieren wird, nämlich der Vorhersagen der Baba Vanga zum Jahre 2020. Zum ersten haben wir, es soll einen Mordanschlag auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin geben. Der Attentäter werde aus dem inneren Zirkel des Kreml kommen. Möglicherweise handelt es sich um einen Leibwächter. Unklar bleibt, ob Putin den Anschlag überlebt oder nicht. Das zweite wäre, US-Präsident Donald Trump soll an einer mysteriösen Krankheit leiden. Dabei soll es sich um einen Gehirntumor handeln, der ihn taub werden lässt. Das nächste ist, Europa soll 2020 eine schwere Wirtschaftskrise erleben. Unklar ist, ob es sich um Auswirkungen des Brexit handeln soll. Und wir haben eine Armee von muslimischen Extremisten, soll zudem 2020 in Europa einfallen. Die Islamisten sollen bei ihrem Vormarsch chemische Waffen einsetzen. Und wenn das nicht genug wäre, haben wir auch noch im Jahr 2020 soll Europa kaum mehr besiedelbar sein. Ein Trend, der sich bis 2025 fortsetzen soll. Auch haben wir, ein Meteorit soll in Russland einschlagen. Und als letztes, ein großer Tsunami soll 2020 China, Japan, Pakistan und Alaska treffen. Auch wenn die Baba Vanga in der Vergangenheit schon oft sehr treffsicher war mit ihren Vorhersagen, gucken wir uns jetzt mal einige Vorhersagen aus den vergangenen Jahren an. Für 2019 sagte sie bereits einen wirtschaftlichen Zusammenbruch Europas, ein Attentat auf Wladimir Putin sowie eine schwere Krankheit für Donald Trump. Auch 2019 blieben ein Meteoriteneinschlag in Russland und ein Tsunami in Asien aus. Für 2018 sagte sie den Aufstieg Chinas zur größten globalen Macht voraus. Baba Vanga soll vorhergesagt haben, dass der 44. US-Präsident ein Afroamerikaner sein werde. Das stimmt sogar, es war Obama. Das Jahr 2016 sollte das Ende Europas bringen. Europa, wie wir es kennen, werde aufhören zu existieren, hatte sie gesagt. Zum Ende des Jahres 2016 sollten ganze Bevölkerungen in Europa systematisch ausgelöscht sein. Der Kontinent werde in Teilen fast entvölkert sein, prophezeite die Baba Vanga, auch wenn es dazu nie kam. Für das Jahr 2010 sagte die Baba Vanga den Beginn des Dritten Weltkrieges voraus, der dann bekanntlich nicht kam. Eine weitere Vorhersage: Eine riesige Welle wird eine Küste treffen und Städte und Bewohner werden im Wasser verschwinden. Meinte sie damit die Tsunami-Katastrophe 2004 in Südostasien? 1889 warnte Baba Vanga: Horror, Horror! Die amerikanischen Brüder werden fallen nach einem Angriff durch stählerne Vögel. Meinte sie den Terroranschlag vom 11. September 2001?
1980 prophezeite sie, im August 1999 oder 2000 werde das russische U-Boot Kursk mit Wasser bedeckt sein und die ganze Welt darüber weinen. Die Kursk ging im August 2000 unter. Die bekannte jugoslawische Sängerin Silvana Amenulik berichtete von einem düsteren Treffen mit der Baba Vanga, das im August 1976 stattgefunden haben soll. Demnach habe die Seherin an diesem Tag nicht mit ihr sprechen wollen und sie aus dem Haus geschickt. Die Sängerin solle in 3 Monaten wiederkommen, forderte die Baba Vanga, um gleich darauf hinzuzufügen, sie würde wohl nicht mehr zurückkommen können. 2 Monate später kam Silvana bei einem Autounfall ums Leben. Der bulgarische König Boris III. Soll die Baba Vanga im Jahr 1943 aufgesucht haben. Auch ihm prophezeite sie den baldigen Tod. König Boris starb kurz darauf im Alter von 49 Jahren. 1950 soll sie in der Zukunft schmelzende Polkappen gesehen haben. Sagte sie den Klimawandel auch korrekt voraus? So, Freunde, kommen wir schlussendlich dann nochmal zu einem Fazit. Was sollen wir von den Prophezeiungen der Baba Vanga für 2020 halten? Also kurz gesagt, man sollte sich von solchen Prophezeiungen nicht verrückt machen lassen. Wer erinnert sich noch an den Wirbel um das Weltende, das ein Maya-Kalender für 2012 vorhergesagt haben soll? Oder den Weltuntergang des Jahres 1999, der auf eine Vorhersage des Nostradamus zurückgehen sollte? Passierte bekanntlich alles nicht. Auch die herausragende Trefferquote der Baba Vanga darf bezweifelt werden, wenn man sich so ansieht, welche Vorhersagen sich als falsch bewahrheitet haben. Also Freunde, auf ein gutes Jahr 2020 und ich hoffe doch auch, dass ihr mich abonniert, mich liked und mich weiterhin verfolgt. Mein Name war Freddy, bis zum nächsten Mal Leute. Ciao.